Hallo und herzlich willkommen an der frischen Luft. Heute machen wir ein bisschen was Gemischtes. Neben Vogelgezwitscher erstmal ein bisschen Unboxing. Der Postbote hatte noch was in den Briefkasten geschmissen und das wollte ich jetzt mit euch live einmal öffnen. Es sind insgesamt, mal hochhalten, 4 Pakete. Ich lege die so hin, dass ich nicht weiß, wer der Absender ist. Und ich lasse mich überraschen, so wie beim letzten Mal. Das ist ein Paket, aber es steht ja auch drauf. So, ich werde das jetzt mal möglichst unprofessionell öffnen. Eingepackt. Ich bin mir gar nicht sicher, was es ist. Zeitungspapier. Hier draußen kann ich alles nicht einfach so hinschmeißen, also muss ich ein bisschen tüdelig sein. Alter? Ja. Geduld, Geduld, Geduld. Jetzt kann ich das auch mal weglegen. Es ist eine Blu-ray im Double Feature, und zwar Kong Skull Island und Godzilla in der 3D-Version. Wie gesagt, ich bin auf einem 3D-Trip und hier sind dann 1, 2, 3, 4 Discs drin. Kong, Godzilla, jeweils in 3D und in der normalen Version. Es dürfte kein Wendecover sein. So. Ja, die hatte ich mir bei den Kleinanzeigen für einen wirklich schmalen Taler bestellt. Also könnt ihr mal gucken, was die beiden einzeln kosten. So, 3D Upgrade. So, das nächste Paket. Das ist aber nicht so schön verpackt. War das schon mal offen? Es sind 2 Filme drin. Und wie kann das anders sein? 2 3D-Filme. Ich glaube, hier kann man das gut sehen. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Oder hat die hier oben? Was ist das denn? Ah, okay, ich dachte schon, mehr was. Unschön. Einmal Iron Man 3D. Da ist nur die 3D-Version drin mit Wendecover. Das heißt, dann haben wir da keinen Flatschen drauf. Und Star Trek Into Darkness. Das dürfte der zweite Teil sein. Hier drin ist dann die 3D, die Blu-ray und die DVD. Also da hat man noch ordentlich was gekriegt für sein Geld. So, weiter geht's. Eigentlich suche ich oder warte ich eigentlich auch noch was viel Wichtigerem. Und zwar, hier drin einen einzelnen Film. Mad Max Fury Road in 3D. Mit der 2D-Disc und der 3D-Disc im Wendecover. Auch hier ein Upgrade auf 3D. So. So, last but not least. Der dritte Film ist keine Blu-ray, aber ist keine 3D Blu-ray. Es ist ein Sci-Fi-Film von einem deutschen Regisseur.
mit Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. Und der deutsche Regisseur hat auch das Boot gemacht. Wolle Petersen, Enemy Mine, geliebter Feind. Einmal die Blu-ray. Ja, das sind so die Updates, die ich heute gekriegt, also die ich gestern gekriegt habe und heute aufgemacht habe. Es gibt jetzt keine Komplikation, dass ich von irgendeinem etwas bekommen habe, von dem ich das nicht wusste mehr. Ja, und gleich geht's weiter. Ich habe noch ein kleines Päckchen bekommen und wer jetzt genau hinschaut, sieht, dass sich die Perspektive ein bisschen geändert hat und ein bisschen Deko rechts und links. So. Ich mache das hier einmal auf. Das ist hier mit Kreppband eingepackt. Und ich hoffe, es ist das, was ich wollte. Ja, sieht schon mal gut aus. Und zwar braucht man ja auch, wenn man 3D-Filme schaut, eine 3D-Brille. Von HiShock ist das. Und inklusive Putztuch, also Putztuch und Ladekabel. Im Normalumfang ist da jetzt noch ein Brillenetui, das habe ich noch. Jetzt habe ich insgesamt drei 3D-Brillen. Das sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. So, das war dann das Unboxing für heute, aber es geht weiter. Es geht weiter mit den Veröffentlichungen vom Alien Day von James Cameron. Der hatte ja 3 Filme auf den Markt geschmissen am 26.04. Aliens, The Abyss und Through Lies. Und da gab es ja so ein paar Kritikpunkte nach der VÖ wegen dem Bild. Er hätte da wohl angeblich er hat vielleicht eine KI benutzt zum Bild verbessern. Und das hatte dann zur Folge, dass manche mit den Bildern oder mit dem Bild an sich unzufrieden war. Es wäre auf der einen Seite alles viel zu weich gezeichnet und das würde die Leute so ein bisschen stören. Auf der anderen Seite hat es ja der gute James Cameron selbst überwacht und er wollte das dann wahrscheinlich auch genauso haben. Und wir sollten uns da nicht allzu einen großen Kopf drüber machen, sondern einfach uns erfreuen, dass es diese 3 Filme jetzt auch in 4K gibt. Ich glaube, The Abyss und Through Lies gab es noch nicht mal auf Blu-ray. Von daher haben wir das jetzt auch. Ist ein bisschen schade, dass wir keine einzelnen Blu-ray-Veröffentlichungen haben und wir mussten uns jetzt alle halt, oder man musste sich jetzt halt die 4K-Version holen. Die waren am Anfang auch relativ teuer, glaube ich. Die Alien lag bei 35 Euro und jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, der Through Lies lag bei 30 und The Abyss lag auch ungefähr bei 35 Euro in der am Tag des Release. Mittlerweile sind die Preise so ein bisschen gesunken. Alien ist, glaube ich, um 2 Euro billiger geworden. Aliens ist um 2 Euro billiger geworden. Ich glaube, Through Lies um 1 Euro und Abyss ist ungefähr gleich geblieben. Wobei es war schon interessant, wenn man dann ins Ausland gegangen ist, wo es die gleiche VÖ gab. In Italien, Frankreich und in England. Da lagen die dann alle um 30 Euro. Gut, wenn man dann aus dem Ausland verschicken muss, kommt natürlich noch ein bisschen Versand drauf. Aber ich hätte dann zum Beispiel eine VÖ ohne diesen Flatschen gehabt, weil ich bezahle knapp 35 Euro für eine 4K mit einer Blu-ray dabei, aber habe halt auch auf dem Schuhbar einen Flatschen und ich habe auf der normalen Hülle ja auch nochmal einen Flatschen, den ich nicht abmachen kann. Das ist natürlich ein bisschen unschön, ne? Also gut, die meisten haben die sowieso im Regal stehen, dass man nur den Spine sieht, dann sieht man auch nicht den Flatschen. Aber es soll ja tatsächlich welche geben, die dann auch mal sich das Ding anders in das Regal stellen, so dass man das Bild dann auch sehen kann und dann hat man halt so einen hässlichen Flatschen. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich mir das Ding am Ende des Tages dann tatsächlich nicht bestellt habe.
Denn ich dachte mir, für 35 Euro, da will ich dann auch schon das perfekte Exemplar haben. Und jetzt überlege ich, ob ich aus Italien oder Frankreich mir das Ding bestelle. Da habe ich halt keinen Flatschen drauf. Und mein Gott, ob es da hinten in Englisch draufsteht oder in Französisch oder Italienisch, boah, wen stört das? Also mich nicht. Den anderen vielleicht schon, kann da sein. Aber halt, der Film ist ja, die Disc ist ja die gleiche. Sind ja überall dieselben Tonspuren drauf. Was auch traurig ist, dass hier dann die deutsche Tonspur nicht in Atmos ist. Muss man auf die englische zurückgreifen. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Aber sei es drum. Es ist halt so, bei vielen Produktionen aus dem Hause Disney am Ende des Tages war halt keine deutsche Atmos-Tonspur dabei. Gut, muss man mit leben. Bei meinem Film, den ich mir geholt hätte, Aliens, wäre das eh kein Problem gewesen, den noch in Englisch zu gucken. Gut, und mit den anderen Filmen kann man dann auch leben. Aber schauen wir mal, wie es, ja, wie es dann irgendwann mal sein wird. Es gab dazu auch eine Menge ja, Reviews, gerade was das Bild betrifft. Und da gab es wirklich ja, von Hau drauf bis in den Himmel gelobt. Und das war so ein bisschen schwierig für den Außenstehenden, dann sich ein Bild zu machen, weil man nicht weiß, welcher Review man am Ende des Tages dann wirklich vertrauen soll, wenn man nicht weiß, welches Equipment genutzt wird. Wenn einer sagt, oh, das ist ein super Bild und er hat zu Hause ein, ich sag mal, den kleinsten 4K-Fernseher, sitzt 28 Meter entfernt, ja, für den wird das Bild wahrscheinlich immer top sein. Und der andere, der dann sagt, er hat einen sauteuren kalibrierten Fernseher und dann, der sich dann über ja, zu viel Weichzeichnung aufregt, ist dann das andere. Ne? Also von daher ist es immer schwierig, den Rezensionen oder auch den Reviews dann auch ja, Gehör zu schenken oder Glauben zu schenken. Es gibt da nicht ganz viele Seiten, wo man dann wirklich objektiv sein kann. Ich habe da jetzt also zwei habe ich dann immer, wo ich gucken kann. Das eine ist bei Timo Wolters. Da sehe ich dann auch, welches Equipment er benutzt. Und dann auch bei Michael Speyer, wo man das dann auch sieht, welches Equipment er sieht und welches Equipment benutzt wird. Und dann kann man sich ein Bild darauf machen, ob das für einen selber auch so passt oder nicht. Dann hatte ich noch eine relativ objektive Kritik gefunden, und zwar bei dem Pandaman. Der hatte auch dazu etwas gemacht und das war auch, muss sagen, objektiv und nicht einfach nur hau drauf oder in den Himmel gelobt. Und sowas mag ich ja, wenn das objektiv ist und nicht einfach nur ein Clickbait ist oder unqualifiziert, weil man irgendwas sagt, von dem man eigentlich gar keine Ahnung hat. Das ist leider manchmal so, dass man man sucht etwas und dann denkt man, oh, das ist cool und weiß nicht, dann passt das irgendwo nicht. Ne? Also ist ja auch nicht schlimm. Wir können uns ja alle unser eigenes Bild machen im Netz und am Ende des Tages zählt ja auch nur, wie einem selber das Bild gefällt. Ne? Aber es ist halt schon eine Überlegung wert, vorher zu wissen, ob ich viel Geld für eine gute oder eine schlechte Qualität ausgebe. Ne? Wobei gerade bei The Abyss und True Lies, wenn ich die Blu-ray haben wollte, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als die zu kaufen, weil es keine andere Veröffentlichung gibt. Ja, habt ihr euch denn auch an dem Alien Day einer der drei Veröffentlichungen geholt? Oder wenn nein, warum nicht? Und warum zwitschern die Vögel so laut? Ja, das könnt ihr natürlich nicht beantworten, aber die Frage, ob ihr tatsächlich auch welche Filme gekauft habt, wie ihr zufrieden seid, ob ihr enttäuscht wart, das ist ja auch immer ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig, was man erwartet hat und was man kriegt. Dann gab es, das muss ich einmal gucken, zwischen dem 16. und dem 21. April in Dresden ein Filmfest. Es ist das 36. internationale Filmfest in Dresden gewesen. Dort wurden ungefähr 100 Kurzfilme vorgestellt. Der gute Rolf von Rolfs Filmkritiken hat dazu einen schönen Bericht gemacht und auch einen Einblick gegeben, wie das auf dem Festival abläuft, was man da sehen kann, welche Hürden es zu überwinden gab,
welche Enttäuschungen man hatte. Also es ist schon ein cooler Bericht gewesen. Das Problem ist ja, Kurzfilme sind für viele nicht unbedingt das, was sie haben möchten. Und Kurzfilme findet man ja auch eigentlich nur so auf Festivals oder vielleicht mal in irgendwelchen Sendungen, wo es dann auch wirklich um Kurzfilme geht oder ähnlichen. Also dass man die irgendwo auf Streaming-Portalen findet, ist ja eher selten. Klar, es gibt auch einige, die ihre eigenen Kurzfilme dann irgendwo mal auf einer Blu-ray veröffentlichen oder auf einer Disc oder auch bei YouTube hochladen, aber das ist hier jetzt schon eine andere Liga, sag ich mal, von Kurzfilmen. Das sind dann auch richtig gute, mit richtig guten Schauspielern zum Teil dabei. Dann denkt man sich, ja, das ist schon Profiarbeit und nichts gegen die Leute, die mit ihrer Kamera durch den Wald rennen und da sich einen Kurzfilm machen, aber das ist ja schon dann eine ganz andere Liga. Und da könnt ihr auch gerne mal auf den Kanal draufgehen von Rolf und einfach euch mal das Video angucken. Das wollte ich euch einmal nur kurz ans Herz legen. Jetzt kommen wir einmal zur Wasserstandsmeldung, was mein Upgrade meiner Lautsprecher im Heimkino betrifft. Ich hatte da vor einiger Zeit ja die Hochtöner mit dem Waveguide verheiratet. Das hatte ich ja in einem Video gemacht. Mittlerweile hatte ich dann mir die Front gefräst, also die Löcher, wo die Chassis reinkommen. Und dabei hat sich dann meine Oberfräse verabschiedet. Das ist natürlich ärgerlich, weil das mittlerweile eines meiner liebsten Werkzeuge geworden ist. Aber was will man machen? Jetzt muss ich warten, bis die aus der Reparatur wiederkommt, damit ich dann vernünftig weiterarbeiten kann und nicht einfach nur mit Schleifpapier die Kanten irgendwie halbwegs rund kriege. Nee, dafür brauche ich dann schon ein etwas besseres Gerät. Also da geht es auch weiter. Dauert jetzt halt ein bisschen. Ich habe schon die Seitenteile zusammengeleimt, das konnte ich auch schon machen. Und bei der Frequenzweiche fehlen mir insgesamt noch 4 Bauteile, jeweils 2 Spulen für die Lautsprecher und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und das betrifft den 1. Mai, Tag der Arbeit. Und die Eskalation von einigen Leuten, die sich dort Filme gekauft haben. Es gab natürlich bestimmt auch den einen oder anderen Flohmarkt und der eine oder andere ist da hingegangen. Unter anderem der gute Metal Soul, der hat auch ein Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das. Schaut auch mal auf seinem Kanal drauf. Es ist etwas anders. Er geht die ganze Sache mit dem YouTube-Kanal etwas anders an wie viele von uns. Anders heißt nicht schlechter, sondern einfach nur anders. Also nicht, dass jetzt irgendeiner eine Wertung abgibt oder dass das hier bewertet wird. Nein, er macht das einfach nur anders und er war da wohl auf dem Flohmarkt und ist dann wirklich, also sie sagte, er eskaliert und hat sich da 43 Filme geholt. Wenn ich dann immer so meine Ausbeute auf den Flohmärkten sehe und ich bin dann schon mit 10 oder 15 am Eskalieren, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Aber Flohmärkte sind ja grundsätzlich für einige eine gute Quelle, um an Filme ranzukommen, die man ja nicht unbedingt im Laden mehr kriegt oder im Laden einfach zu teuer sind. Wie sieht es da bei euch aus? Ist ein Flohmarkt für euch eine Möglichkeit, an Filmen zu kommen, die es nicht mehr in Läden gibt? Oder ist für euch Flohmarkt absolut tabu, weil es da nur gebrauchte Filme gibt und die ihr haben wollt sowieso nicht? Schreibt es gerne in den Kommentaren, wie ihr zu dem Thema Filme von Flohmärkten, Trödelmärkten steht. Finde ich tierisch interessant, weil da hat jeder auch andere Ansichten. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, und zwar 3D. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja heute ein paar 3D-Filme bekommen und auch meine dritte 3D-Brille. Und da ließ es mir natürlich nicht nehmen, einen Film zu schauen. Und was bietet sich da besser an als einen der besten Filme überhaupt? Nein, nicht Avatar, sondern Mad Max Fury Road. Ich könnte es jetzt kurz und knapp machen und einfach sagen, ich möchte den Film nie wieder anders sehen. Das ist Kino in einer anderen Dimension. Das kann man nicht mehr vergleichen wie mit dem
auf dem Fernseher, das ist räumlich einfach eine ganz andere Nummer. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mit in der Fahrgastzelle, mit in den Fahrzeugen. Ja, das ist einfach, ja, da fehlen einem die Worte, das ist einfach genial. Kann eigentlich jedem nur empfehlen, das einfach mal zu probieren, wie es irgendwie möglich ist. Das muss man gesehen haben. Also viele von euch kennen das sicherlich schon aus dem Kino. Aber da muss man natürlich auch mal relativ perfekt sitzen. Wenn man da so ein bisschen nach links und nach rechts geht, dann kann das schon mal sein, dass es dann nicht mehr so super passt. Oder der Film im Kino auch nicht wirklich top ist. Also es gibt da Filme wie ein Underworld-Teil, der in 3D war. Und das hat mich überhaupt nicht geflasht. Das passte überhaupt nicht. Das war an der Stelle, wo ich gesessen habe, sah das alles unscharf aus. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es gibt halt Filme, die sind wirklich gut in 3D. Also Avatar ist einer der besten Filme in 3D und er fängt auch relativ gut an, dass man halt wenig 3D-Effekte hat und sich so langsam reinsteigert. Und Fury Road ist quasi von Anfang an, bist du halt da drinne und da mit einem, ja, zum Glück kann ich mir das erlauben, einen guten Sound. Und das ist einfach, als würde man den Film wirklich tatsächlich neu schauen. Es hat mir nach längerer Zeit mal wieder gekribbelt, die Filme in 3D zu schauen, die ich habe. Weil man hat sie ja da und man hat auch die Brillen und man hat ja auch den Beamer. Und warum sollte das man nicht wieder schauen? Also ich weiß, 3D ist eigentlich tot. Es gibt kaum noch Filme, die in 3D rauskommen. Im Kino ja, auf Scheibe immer weniger. Da muss man halt gucken, dass man die nimmt, die man bekommt. Und ich wollte das ausnutzen, solange es noch geht, weil das wirklich Spaß macht. Wie steht ihr denn zu 3D? Ist das für euch noch eine Option oder ist das eigentlich ausgestorben? Weil das Problem ist ja, dass die modernen Fernseher kein 3D mehr bieten. Das ist natürlich echt ärgerlich. Dafür haben sie dann halt 4K. Ne? Um irgendeinen Tod muss man halt sterben. Wie ihr seht, ist das Video ein bisschen geschnitten, weil als One-Taker konnte ich das Ganze nicht laufen lassen, weil ich doch tatsächlich ein bisschen unterbrochen worden bin. Deswegen ist das hier so ein bisschen Flickschusterei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen. Dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben machen oder nach unten. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Support ist kein Mord. Ansonsten wisst ihr, was jetzt noch kommt. Lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ciao!